Gut. Packen wir noch eine Heilaura wieder oben drauf. Und in dem Raum ist nur eine Rüstung. So, du hast Stufe 2 erreicht. Das heißt, du kannst wieder hierher. Okay, ich muss auf jeden Fall bei allen nochmal die Aggressivität wieder hochpushen. Sobald wir zurück sind. Gut. Heroes are entering your dungeon. Ah, einfallende Helden erstmal loswerden. Wenn ich Glück habe, gehen sie einfach da. Ja, sie gehen da lang. Sehr schön. Dort überleben sie es eh nicht lange. So, du noch. Boing. So, jetzt den Ostflügel erkunden. Dürften wir noch hinkriegen mit unserer Wut, die wir gerade haben? Hoffe ich jedenfalls mal. So, die kämpfen. Stattdessen kann Baal den Hebel ziehen. Sehr schön. Töte den Souverän. Ja, Blamey. Und der hat einen Erdgolem dabei. Was zur Hölle? Der hat Gatling Guns. Warum zur Hölle hat der Gatling Guns? So, alle Truppen zurückgezogen, gut. Ich sollte die echt nochmal auf Überfälle schicken. Nicht, weil ich die Materialien brauche, sondern einfach, damit die das nächste Level erreichen. Und zwar Squad 1 und Squad 5. Einfach damit die Einheiten das nächste Level noch erreichen können, weil die kriegen ja noch Erfahrung durch das Heldenprügeln und irgendwie habe ich das Gefühl, die kriegen nicht gerade wenig. So. Genau, die haben Stufe 3 gekriegt. Der da noch nicht. Aber egal, ein Stufe 2er geht eigentlich noch. Dann fangen wir schon mal an zu verheizen. Ball. So. Gut. Ausrüstung für euch. Naja, das würde zu lange dauern, den da noch voll hoch zu graden. Und hey, wir sehen jetzt die gegnerischen Truppen. Das heißt, wir dringen einfach durch den Haupteingang ein. Und töten Blamey und seinen Erdgolem. Ja. Klingt nicht so sehr so spektakulär. So, du musst noch geaggrot werden. So. Truppen. Zu mir. Legion. Zu mir. Baal an die Speerspitze. Ich habe so das Gefühl, wir werden gleich beballert, oder? Oh, how tedious. I have wings, don't I? Ignorieren wir mal den Erdgolem, killen wir einfach Blamey.
Heil Aura. Die Kanonen machen irgendwie nichts. Bin ich nicht nah genug dran an denen? Der Souverän ist tot. Ich muss auch seine Erdkohle dran glauben, ne? Töne den Fisch gegrillt mit der Souverän Adanias, ja. So, dann töten wir den Erdkohlen. Und dann ist das hoffentlich gegessen. Ja, Missionsziel erreicht. Goodness prevails. Evil is gone. I'm the imp of the world! What did Velvet tell you, Hellchild? Enjoy the moment. Destiny is fulfilled. Destiny, Schmestiny! This is still Plague Barrels of Fun! Even now you jest. Here comes the really fantastic part. The part where you and Velvet shall do something... Oh, damn it, what now? A visitor? A very... strange. It would be more appropriate to describe you as visitors of mine, don't you think? What? You are him, the last little Sidrian dog filth king. The last, but only so far as the gods are willing. But you are supposed to be dead. You were chased by that death priestess. She was going to feed you to undead crows. Yes. And she would have succeeded were it not for my bodyguards, who died saving their sovereign king. Well, this is the best news Velvet has received since leaving his cell. Here you are, the sovereign himself, alive and kicking, perfectly ready to die for the evil deeds committed by you and your wicked predecessors. You can't kill me. You are entitled to your opinion, of course, but Velvet will prove you wrong. He will. I think not. Oh, you are kind of cute, staying in total denial like that. But you're a true evildoer, and there's no escaping the fact that you will die by Velvet's claws. I will not, and I'll tell you why. When I cut the head off the bloody priestess, she lost a necklace. And on that necklace was a pendant I immediately recognized from Lord Eudric Razendale's book on the magical artifacts of Ardania. Magical trinkets can't save you. Wait. Why are you staring at the Hellchild? Hellchild? Do you know what he is talking about? Is there something you forgot to tell Velvet? Oh, damn. An holy crap on a cracker. I care little to hear you stutter. Now, what to do with you, demon? I suppose I should kill you too for plotting against me and for killing and slaughtering your way throughout my realm, but... know what? I have a proposition for you. Will you hear me out? Well, if it postpones the killing part of me and all, I'm all pointy ears. Your evil intentions aside, you are actually the savior of the kingdom, not to mention its sovereign ruler. Not only did you overwhelm the devious priests and young Bannister, you also managed to emasculate the scheming wizards in the High Tower. You undermined the members of Ardania's conniving nobles and prevented the necromancers from growing strong under Sheila Sowerman's rule. I could go on if you'd like. Please don't! The angst of all those good deeds is unbearable! Right. So here is my proposition. How would you like to be named High Commander of Ardania's underground defenses? I'm sure you'd be perfect for the job, and the nomination ceremony would make my comeback really spectacular. A testament to the fact that not only greenskins, ratmen, and minotaurs are kneeling in front of the Ardanian throne, now... even the demons have joined our allegiance for peace and prosperity. Oh, ye gods!
I'm going to be sick and hurl half-digested dwarf corpses. So, there you have it. The choice is yours. Either you leave my kingdom never to return, or you stand by my side as a royal champion and a true savior of crown and kingdom. What say you? What say you? Sieg! Irgendein ganz bescheuertes Ende, wie ich es mir vorgestellt habe. Da sind mir auch die Runen ganz egal. Fortfahren. Ja. Cyanide Studio Montreal. Und auch noch so eine Mucke zum Abschluss. Ach du heilige Scheiße. Ja, was soll man noch sagen? Das Ende war WTF. Bin ich mal ganz gespannt drauf, wie das Ende auf Seite von Oscar wird. Ja, wir haben den Souverän getötet. Den Pseudo-Souverän Bannister. Baby Bannister. Eine noch weitere tolle Anspielung, nachdem wir seinen Vater getötet haben. Ja. Und ja, dann hat Baal Velvet getötet. Ganz toll. Und nun wissen wir nicht, wie es weitergegangen ist. Ob Baal sich in die Hölle zurückgezogen hat, in den Abgrund, was wahrscheinlicher ist, als dass er mit dem Souverän einen Pakt schließt. Was wir auf jeden Fall daraus gelernt haben: Niemand kann den Souverän besiegen. Definitiv nicht. Ich meine, alles, was wir angestellt haben, was wir mit Oscar gemacht haben, was Oscar uns aufgetragen hat, was Samta noch von uns wollte, hat nur dazu geführt, dass der Souverän gewinnt. Selbst so kann man ihn nicht besiegen. Ganz toll. Und er hatte eine komische, riesige Krone auf, ganz ehrlich. Besonderen Dank an einen ziemlich zerquetschten Text, ohne die unser Erfolg nicht möglich gewesen wäre. Ja, Fazit zu dem Spiel: Oberhammeraffen geil. Also ja, das Spiel war nicht ernst zu nehmen, garantiert. Es hatte aber wirklich ein cooles Gameplay, alles, auch wenn es manchmal ein bisschen schwierig war, seine DC-Points zu managen. Oscar war ein Verrückter, Samt war noch bescheuerter. Aber ja. Und Baal musste die ganze Kacke immer ausbaden. Trotzdem, ja, hat das Spiel echt Spaß gemacht und ich hoffe, euch hat das Projekt auch Spaß gemacht. Es ist natürlich noch nicht zu Ende, ja. Das ist dazu auch noch zu sagen. Wir haben ja noch den letzten Akt an der Seite von Oscar vor uns. Ja. Aber das ist beim nächsten Mal. Vielleicht wird es jetzt ein paar Tage Pause geben von Empire, weil ich möchte. Dann gehe ich mal kurz zurück ins Optionsmenü. Fortfahren. Kann ich mal kurz auf die Karte gucken. Ja. Ich möchte nämlich gerne zum einen die Mission hier nochmal machen, dass ich hier 100% habe. Und dann möchte ich die Mission nochmal machen, um zu versuchen, die Balltode zu drücken. Und die Mission nochmal machen, um auch 100% zu kriegen. Und dann werde ich wahrscheinlich nochmal die Mission hier machen müssen, um den Oscar-Weg nochmal freizuschalten. Und das werde ich dann sehen. Da werde ich euch den Schluss nochmal zeigen, dass wir nochmal den Oscar-Weg machen können. Wenn es dann soweit ist. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Deswegen kann es sein, falls mir die Folgen vorher ausgehen, dass dann ein, zwei Tage Pause sein werden. Aber ich hoffe, ihr hattet schon mal Spaß mit der Velvet-Kampagne, mit den letzten 5 Missionen und mit den anderen Kapiteln vorher auch. Jo, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Bye, bye.